Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Hallo da draußen, willkommen zu Tag 5 meiner 10-Tage-Challenge Dirigieren lernen. Und ich sehe jetzt schon mal so ein bisschen seriös aus. Ich muss mir aber gleich noch natürlich meinen Sakko anziehen, sonst geht es ja nicht. Und während ich meinen Sakko anziehe, kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen für die Klimperkiste in Alzenau. Ja, das ist Musikschule oder Musikinstitut und Musikfachgeschäft. Und dort unterrichte ich Schlagzeug. Und so. Entweder werde ich dicker oder das Ding wird kleiner. Ah ja, jetzt sieht es gut aus. Genau. Ja, gut. Genug der Werbung. Ich habe heute schon so ein bisschen was gemacht. Und ja, vor allem halt nochmal Sachen wiederholt. Also natürlich die Wand streichen. Und ja. So, wie heißt die Farbe? Glaubst du, ich käme drauf? Purple, wie heißt denn das auf Deutsch? Ist das, ja, so lila halt. Wobei, das ist, glaube ich, ein Unterschied nochmal. Egal. Genau, Wand streichen und die Wand noch so streichen. Da kann man so auch so ein bisschen hin und her schunkeln. Könnte man wunderbar schon einen Walzer dirigieren eigentlich. Genau, diese ganzen Sachen wie das hier und das. Was es alles gab. Okay. Und ja, 4/4. 3, 4. 2, 3, 4. 1. Und ich habe mir auch schon 3/4 angeschaut. Das war erstmal so ein bisschen schräg, weil 3/4 ist ja logischerweise einfach nur 1/4 weniger wie ein 4/4. Da ist es aber so, dass am 4/4 gehen wir runter, nach links ist die 2, rechts ist die 3 und so halt die 4. Und beim 3/4 wird eigentlich die 2 weggeschoben, also die ist dann drüben, bei der, wo eigentlich die 3 wäre. Das heißt, 3/4 ist dann 1, 2, 3, 1, 3, 1. Das fand ich erstmal so ein bisschen verwirrend am Anfang. Das erste paar Mal, so also langsam geht's. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich so gern ungerade Takte habe, kann man doch direkt mal so ein 7er zusammenbasteln. Also zum Beispiel 4 plus 3 wäre ja 1. Ja genau, da hat man nämlich schon den Scheiß, dass man da so wechseln muss. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, schon übel. 4. Hä? 1. 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, ah ja klar, hier rüber, 3, 1, 2, 3, 2, 3, genau, ja, ganz schön anstrengend und es ist ja, ohne Musik alles langweilig. Deswegen suche ich mir gerade mal schnell wieder ein schönes Stück aus. Und ich glaube, ich mache tatsächlich mal was in 7. Da habe ich bestimmt irgendwas. Okay, läuft schon. Also so als Hintergrundinfo, das ist ein Song von mir. Kann sein, dass das Schlagzeug noch ein bisschen klappert. Ich habe da einfach mal auf die schnelle Demo-mäßig so ein bisschen drüber gedrummelt. Das ist mir da, wie es mir vorstellt. Aber egal, es geht da ums
Ich muss winken. So, da. Ah, und schon falsch. Jedes Mal. Zwei. Oh, ist das hart. Scheiße, ey. Oh, Mann. Ja, da haben wir nicht so geil getrommelt. Oh. Die 1 war auch ein bisschen. 1, 2, 3. Oh Mann! Ja, jetzt ist halt eher so eher 7-8 in dem Teil. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Jetzt kommt's. Alter, was war das denn? Boah, da war ich nicht mehr auf. Das hat keinen Sinn so. Jetzt singe ich halt einfach irgendwas. Entschuldigt schon mal im Voraus meinen Gesang. Fängt schon das Stürmen und Gewitter an. Das hat einen Auftakt, das ist interessant. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken. Hat mein Hut und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre es auch nicht mein Hut. Es gibt es noch in drei Viertel. Wann hat es auch noch mehr Strophen, gell? Das wurde ja auch schon zur Zeit von Napoleon gesungen. Da. Wie war denn der? Das hatte ich letztens irgendwo gelesen. Weil ich so erstaunt darüber war, dass es das ja von Paganini gab. Dachte ich erst, Paganini hätte es geschrieben, aber der hat einfach auch nur drüber soliert. Oder wie man das nennt halt. Und das ist nämlich in dem Paganini-Film. Und da spielt das der David Garrett, wie auch immer. Genau. Und da habe ich da in Wikipedia so ein bisschen geschaut und bin dann auch über so ein paar alte Textvarianten gekommen, wie zum Beispiel das mit dem Napoleon. Wie war das denn? Anfang weiß ich nicht mehr, und dann ging es, Napoleon soll verrecken mit seiner blechnen Schnut. Da-dam-dam, was ein Text, ey. So langsam werde ich warm mit dem Dreiviertel hier. 1, 2, 3, das jetzt auch noch so ein bisschen größer macht. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch so, wenn es schneller wird, irgend sowas hat er nämlich auch gesagt, dass man dann nicht mal unbedingt in drei Viertel dirigiert, weil dann halt, das ist so ein bisschen
unklar dann teilweise, dann eher so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, wobei das dann hält, könnte man auch als 12 Achtel sehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Scheiße, wie geht denn das? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, scheiße, 1. 1, 2, 3, 3, 4. Hä? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, da, 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 da. Kann natürlich auch das einfach, wenn es ein Dreiviertel ist, in 2 machen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4, oder 6 Achtel halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Genau. Und das treibe ich irgendwie so einen ganzen Tag. Und ich finde es aber extrem schwer, diese ganzen Sachen, weil zum Beispiel diesen Flick, den könnte man ja da auch, dass man 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, das raffe ich noch nicht so ganz, wie das am besten funktioniert. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Mit Punch geht's. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Punch, 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 Punch. Das ist eh am besten. Da weiß man, das ist schön laut. Ich glaube, ich muss mir einfach mal so ein paar Dirigenten anschauen. Im Idealfall natürlich verschiedene, die aber alle dasselbe Stück dirigieren. Ich glaube, da gehe ich einfach so ein bisschen auf Forschungssuche. Ja, ihr seht schon, es ist ultra spannend mit dem Dirigieren lernen. Da steht halt einer rum und macht so. Winkt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen was gemacht heute und mir langt so langsam auch. Vielleicht mache ich nachher noch mal so ein bisschen was, aber ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen auf die Suche nach, wie das so die richtig guten Dirigenten machen. Wie heißt denn der eine Typ? Der heißt irgendwas mit Wolf. Der dirigiert extrem gut. Der hatte ja die Rockin' Thousand, als das in Frankfurt war, dirigiert. Und da war ich ja mit von der Partie bei den Schlagzeugern. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie klar und alles der dirigiert. Klar und locker und absolut verständlich halt, weil das tatsächlich manchmal so ist, dass man so, dass es bei manchen Dirigenten hier und da so ein bisschen unklar ist, wo jetzt vorne und hinten ist. Und bei dem war das so entspannt irgendwie alles. Und ja, es hat es sehr klar definiert. Das fand ich ziemlich cool bei dem. Muss mal schauen, wie der weiter heißt. Ich kann mir Namen schlecht merken, also Nachnamen. Gut. Außer Beethoven, aber er hat auch einen Vornamen. Wolfgang Amadeus Beethoven. Nee, wie hieß denn der? Bin ich blöd? Jetzt komme ich nicht mal drauf, wie der Beethoven mit Vornamen heißt.
Schande über mein Haupt. Ludwig van Beethoven, also manchmal hier steht mir wohl auf dem Schlauch. Ja, und genau, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like da. Schreibt vielleicht in die Kommentare, was die nächste Challenge sein könnte. Und dann überlege ich mir, ob ich das mache oder nicht. Aber wäre natürlich für gespannt, was ihr so für Ideen hättet. So, in diesem Sinne, das nächste Video kommt natürlich schon wieder morgen. Und schaut auch mal in die anderen Videos rein. Wir sehen uns bei der nächsten... ich glaube, es reicht echt für heute. Beim nächsten Tag 10 Tage Challenge dirigieren lernen mit Tommy. Macht's gut und bleibt gesund.